Das Besondere an Franz Josef ist, dass ein Mann ist, der mit 6 Jahren ins Militär gesteckt wurde und mit 18 Kaiser wurde und eigentlich gar keine Wahl hatte. Und die ganze Zeit seine Mama ihm ins Ohr gesagt hat, du darfst keine Gefühle zeigen, weil das ein Zeichen von Schwäche ist. Und so ist er groß geworden. Und auf einmal verliebte sich in ein junges Mädchen, das eigentlich gar nicht auf das Amt der Kaiserin passt. Und die triggert in ihm aber was. Und lässt quasi das Menschsein durchblicken. Und damit wird er konfrontiert und kennt es gar nicht, Gefühle zu zeigen, aber hat nun keine Wahl mehr, um die Emotionen rauszulassen. Unsere Sissi ist rebellisch, sie ist mutig und sie ist vor allem treu zu sich selbst. Kämpft für ihre eigenen Werte, geht nicht immer den leichten Weg, aber sie hat das Schicksal, das sie nun mal hat. Sie ist Kaiserin geworden und fühlt sich nun mal leider in dieser Hofburg nicht wohl. Und trotzdem geht es jetzt darum, in dieser Rolle, ich sag jetzt mal, das Beste daraus zu machen oder darin zu funktionieren. Ja. Sie ist eine Frau, die vom Wildfang sich zu einer zur Kaiserin entwickelt, in diese Rolle hineingeht und eigentlich in ein Korsett reinkommt. Und die aber zunehmend ihre Rolle und auch die Möglichkeiten, die in der Rolle als Kaiserin, die ihr möglich sind, wie sie beitragen kann, das wahrnimmt. Elegant, Power und Herz.